Eine kleine Vorschau auf die neue Basis. Das Video jetzt auf dem Hauptkanal. Willkommen zurück in Enshrouded. Ich war uns jetzt Lehm und Kupfer farmen. Habe das fertigen Ziegelsteine rausgenommen. Bin hier zum Schmied gegangen. Und habe uns dann eine Schmelze mit den gebrannten Ziegeln hergestellt. Neue Rezept durch Ziegel haben wir ja nicht nochmal bekommen. Die hatten wir ja schon. Dann habe ich zwei Stück hergestellt. Die habe ich hier hinten hingestellt. Und auch das Kupfer reingemacht. Oh, ist sogar schon fertig. Nehmen wir jetzt raus, dann sehen wir... Greifhaken, Zuganker, 9 mehr unter Schmied. Irgendwas? Kupfertür. Kettenblitz beim Alchemisten. Wir haben ein paar neue Oblock, neue Sachen gelernt. Dann ist mir aufgefallen, wir hatten noch ganz viele Blumen. Die konnten wir ja angeblich mit Saatbeet machen. Habe ich hier geguckt. Und hier ist Saatbeet. Da brauchen wir dann Farmboden für. Der ist hier unten. Da brauchen wir aber Erde und Knochenmehl. Erde ist ja ganz einfach. Knochenmehl wusste ich dann nicht. Habe ich bei allen geguckt. Habe dann am Alchemisten was gefunden. Bleifsteinproduktionsort, den hatten wir noch nicht hergestellt. Habe ich davon einen gebaut. Und da können wir dann aus Knochen noch Mehl machen. Das habe ich schon mal gemacht und uns hier drei Saatbeete hingestellt. Damit wir aus den Blumen Setzlinge machen. Die können wir dann anpflanzen. Ich habe nur ein bisschen Erde gehabt. Habe ich hier dann hingestellt. Die sind jetzt noch nicht fertig. Dann können wir selber anpflanzen. Gucken wir jetzt, was im Schmied alles neu ist. Oh, es gibt neue Axt und Spitzhacke. Kupferspitzhacke. Da machen wir uns gleich zwei. Und eine Axt, eine Hake, Bild, eine Ausrüstungssets, Geschirr, ein Zaun, Greifhaken. Können wir dann irgendwann die Basis bauen? Wir uns da hochziehen, falls wir höher bauen. So, die Bäuerin hat jetzt Quests. Feuerstelle für die Bäuerin. Da können wir gleich gucken. Dann habe ich einen Ring gefunden beim Kupfer und Lehm sammeln. Und zwar der hier. Mana-Punkte ein bisschen weniger, aber dafür Mana-Regeneration geht hoch. Dann sollten wir jetzt vielleicht mit dem Zauberstab links oben regeneriert sich sehr gut. Vielleicht schaffen wir damit diese Mutter, die wir noch brauchen, um hier den Altar aufzuwerten. Haben wir ja soweit alles. Auf diesem Plünderer-Mutterkopf, die war ja noch zu stark. Also alle Gegner da oben. Dachte ich, gucken wir jetzt mal. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Also hier sind dann drei Quests. Da ist immer noch die mit den Fragezeichen. Aber die könnte auch im roten Miasma liegen. Das lassen wir lieber. Ah, ja, hier, der Plündererkopf der Mutter war ja hier ganz, ganz oben.
Dann gehen wir. Was war hier? Ah, hier ist die Kupfermine. Hab da einen Spawnpunkt hingesetzt, aber ich hatte zwei Spitzhacken mit. Aber ich konnte nur 20 Kupfer je Spitzhacke abbauen. Spitzhacke. Ah. Müssen wir mal gucken. Die können wir jetzt ja hier lassen. Ob wir damit jetzt dann besser abbauen können. Vielleicht hält die doppelt so lange oder sowas. Sehr gut. Wenn wir jetzt mal gucken. Hier hin. Dann müsste sich auch wieder, falls das schaffen, Rotes im ersten Mal in Blaues verwandeln. Dann können wir auch weiter erkunden und andere Quests machen. Wo müssen wir denn hin? Dahin, 700 Meter. Warte mal. Ah, das ist hier links dran vorbei. Nur wundert wegen dem roten erstmal rechts. Aber wir müssen hier vorbei. Müssen wir halt wieder ein bisschen laufen. Jetzt schaffen wir es ja diesmal. Wenn die Gegner so stark sind, dann Waldgrube. Machen wir das lieber auf Entfernung. Und da das Mana jetzt gut regeneriert, auch wenn wir nicht sehr viel haben, nochmal schauen. Auf jeden Fall, wir konnten ja irgendwie auf dem Dach noch Blumen. Und da können wir noch was abbauen. Ja, wir haben jetzt einen Doppelsprung. Wieder ganz vergessen. Wir können auch, habe ich in den Saatbeeten gesehen, Bäume und Büsche anpflanzen. Jetzt kriegen wir Pflanzenfaser und Holz. Wir brauchen das nicht jedes Mal wieder weiter wegsuchen. Fledermaus. Da hinten kämpfen auch welche. Wir gehen am besten hier wieder hoch. Gucken, dass wir uns irgendwo draufstellen. Warte mal, war das hier? Ja, ne? So. Hier in ein Gebäude rein. Hier steht einer. So, treffen wir den da unten jetzt. Du? Oh. 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 Ich
glaube, die kommen Treppe hoch. Ah, krass, wir treffen ja gar nicht. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oho. Oh nee, der kommt ja. Rein. Nein. Ah, runtergefallen auch noch. Also dieser Grüne, der ist echt stark. Wir müssen uns irgendwo anders hinstellen. Bei den wirklich von oben kriegen, ohne dass der hochkommt. Das sind unsere Sachen. Aber eine Kiste. Holen wir erstmal unsere Sachen. Zum Wolf. Boah, was zum... Warum ist denn der hier noch? Er stellt sich nicht an die Kante. Mal einen Verband nehmen. Oh, wie kommen wir jetzt an unsere Sachen? Du bist echt nervig. Ist eigentlich Metallschrott. Also, wenn die Mutter, also die Anführerin von denen, die ist bestimmt noch stärker. Dieser grüne Heini. Wir müssen ja auch noch mal erstmal finden. Weil er ist jetzt da unten, also. Jetzt ist er weg oder was? Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Jemand hat uns hier oben noch angegriffen. Wer hat denn da dran kommen? Blöde Steine bekommen, ne? Erde, Erde können wir behalten, Steine kriegen wir bei uns ganz viel. Ja, wie machen wir das jetzt? Hallo, wer da? Ja, gut.
Am besten alle Türen zulassen. So. Wo haben wir sie denn vermutet? Da hinten in dem Gebäude, ne? Machen wir das jetzt. Muss ja nirgends hinstellen. Warte, hier unten war doch auch Schütze, ne? Hier ist keiner. Oh, doch, da ist einer. Ja, wir treffen auch nur, wenn wir wollen, oder was? Ja, wo ich war denn? Den da hinten. Warte mal. Links von uns ist auch noch einer. Ist auch noch einer rumgelaufen. Was, wir schießen auf die Wand vor uns. Boah, jetzt aber hier. Nein, runtergefallen ist gar nicht. So, hinter uns die Tür zu machen. Seltsam, dass wenn wir größer sind wie die Wand, er trotzdem auf die Wand schießt. Und da in dem Gebäude noch. Ah ja. Wie machen wir das jetzt? Ah ne, jetzt wird es wieder dunkel. Wo schießt jetzt eigentlich? Ja, schon wieder einer. Auch noch von da vorne, ne? Nein. Oh, dieser Gleiter, ne? Da war noch ein Dach. Ja, natürlich. Du bist hier oben. Gewundert. So. Da ist ein Explosionsfass. Warum es natürlich jetzt schlagartig dunkel wurde, ist auch so eine Sache. Also, gehen wir jetzt da drüben rein. Ja, mal gucken. Da ist er. Wie vom. Ach ja, mit dem Ding treffen wir natürlich gar nichts. Unser Zauber ist ein bisschen langsam. Schön da drin. Brauchst nicht rauskommen. Also der Ring ist gut, wir können immerhin ein bisschen schießen. Geschafft. Okay, und sie am Ende explodiert sie noch. So,
Schwert in die Hand, wir sind geheilt. Da hinten ist bestimmt noch einer rumgelaufen. Ah, da läuft noch einer. Einfach nehmen und gehen, ganz einfach. Warte, wir können uns teleportieren. Irgendwo hin. Wir haben es geschafft. Ah, dieser Grüne mit den Doppelschwertern, der ist heftig. Da sind wir noch schwach für die, wenn die öfter irgendwo auftauchen. So, dann ab zu unserem Zuhause. Dann könnten wir jetzt die Miasma-Stufe aufwerten. So. Ja, wir haben den jetzt. Wir können mehr Altäre platzieren. Passierstufe erhöht sich von 2 auf 3. Also irgendein roter Teil wird sich dann wieder blau verwandeln. Wir kriegen einen Charakterboni von 1 auf 2. Zeit im Jasma 7 Minuten. So. Die Flamme will nichts von uns? Okay. Gucken wir mal. Ah, hier ist das jetzt rot, blau. Das heißt, diese Fragezeichen-Quest kann man dann auch machen. Weiß man noch gar nicht, wie wir da hinkommen sollen. Kleines Lager. Ugium der Flamme. Schon wieder nicht sehr näher. Also hier ist der Mörser des Alchemisten. Grabmal der Königin. Die Gerüchte des Alchemisten. Ah, hier ist übrigens ein Turm. Der taucht halt nur nicht auf. Weiß auch nicht warum. Weil wir haben uns den Turm ja geholt. Aber der taucht nicht mehr auf. Also hier hinreisen können wir nicht. Was schade ist. Hier ist auch eine Quest. Und die können wir jetzt... Dann müssen wir hier durchs Miasma hier hinten irgendwo wieder hoch. Ja, wir machen erstmal hier was in der Nähe. Wir machen mal diese drei, die sind hier gelegen. Machen unser Zeug leer. Gucken, was haben wir jetzt bekommen? Da haben wir was bekommen. Auch nicht. Ah, man muss die richtige Taste drücken, das wäre schon mal sehr gut. So, Erde, zwei Blumen und Fell. Erde, Blumen, bisschen Fell. Hier haben wir Lehm. Habe ich natürlich nicht in eine magische Kiste, weil lohnt ja jetzt irgendwie gar nicht. So. Ist dann ein Zauber. Verlegen. Runen wegpacken. Die waren hier. So. Die Lebensraubchance, ich weiß nicht, ob man dafür, auch wenn er legendär ist, dafür einen anderen Ring wegpacken. Hier haben wir Erde. Oh, wir haben ein bisschen. Ah, zwei Kupfer. Lohnt jetzt gar nicht. So eine Blume. Und vielleicht. So. Also der Zauber war gut, wenn wir treffen. Da war ich jetzt natürlich eher dran schuld. So. Oh, dass der Flachs hier scheint. Kann man ernten. Cool. Können wir hier Blumen. Dann stellen wir hinter das Gebäude irgendwie ganz viele Bäume. Hier noch so irgendwie Büsche. Brauchen wir es nur anpflanzen, ernten. Die Hälfte wieder anpflanzen für neue Setzlinge. Dann haben wir ruckzuck alles zusammen, was man so immer mal braucht. Hast du auch noch was? Und dann gehen wir hier hin, springen da rein oder... Ja, hier, warte mal. Ob das flugmäßig von hier sinnvoller? Mal gucken, ob wir das mit dem Alchemisten schaffen.
Wir haben noch einen Wegpunkt. Ah, hier oben. Wartet, zeigt uns die vielleicht an. Suche Alchemisten, Dauer der Mörser des Alchemisten. Oh ja, die zeigt uns an. Wir hätten jetzt natürlich die Nacht wegschlafen können. Das habe ich natürlich wieder voll vergessen. Vor uns im Jasma unten müsste das irgendwo sein. Da links steht zwar ein Gebäude, das könnte Alchemistenturm sein. Aber noch 300 Meter weit müssen. So, 200 Meter. Ist der Turm da? Das rote Leuchten oben habe ich zu spät gesehen. Da ja, direkt erst nach oben. Und würden dann runtergehen. Oh, Nachricht für euch. Noch eine. Ja. Oh, eine Fackel, das ist sehr gut. Ich habe immer noch nicht dran gedacht, uns eine herzustellen. Gucken wir mal die hin. Die zweite Spitzhacke können wir erstmal da eine Fackel hinpacken. So, ah, ja. Wir müssen noch einen nach oben. Oh, da ist eine Flamme. Da nicht hier durch. Ah. So. So. Finde den versteckten Knopf. So. Kiste. Ein Giftfall. Und Trank der Brut. So, lass mal gucken, wo müssen wir jetzt hin? Mörser ist Alchemisten irgendwo hinter uns. Das sind blaue Pflanzen. Also diese Spuckpflanzen. Die geben doch dann bestimmt irgendwas. Miasma, irgendein Kram. Und die von hier. Oh. Keine Lust mehr vergiftet zu werden. Muss auch gar nicht sein. So. Da ist eine zweite. Bitte höher. Der Bogen ist echt nützlich. Ein bisschen höher. So drei Stück, dann können wir die direkt, weil scheinbar müssen wir da ja runter. Einsammeln. Gibt's jetzt mal halt. Doch. So. Was ist denn jetzt kaputt? Noch einen Mist, die habe ich nicht gesehen. Miasma-Sack. Oh. Müssen wir nur zu denen hinkommen. Mann. Was? Brauche ich kacken. Ernsthaft. Oh, Kiste. Nachricht. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Soll ich fahr sein? Da waren völlig irgendwo runter.
Oben ist ein. Oh, bestimmt für irgendwas Wichtiges. Na, Ah, geht auch so. Also. Istelsa, ich bin in die falsche Richtung gesprungen. Ich könnte kotzen. Gierig. Erstmal gucken, nicht, dass wir wieder irgendwo runterfallen. In dem ganzen Gebiet. Kann man das da abbauen? Das ist die wichtige Frage. Bernstein. Stimmt. Für irgendwas brauchten wir 3, 4 Stück. Die zu finden war ja schon schwer. Sag mal. Den Kollege da hinten. Der hält einen Pfeil auf mich. Mir seelenruhig am Bernstein sammeln. Mit dem nicht. Alles mitgenommen. Finden wir wahrscheinlich nie wieder. Das markiere ich uns direkt am besten auf der Karte. Scheiße, geht nicht wegen der doofen Quest. Ja, ich kann uns keinen Wegpunkt setzen. Warte, dann bauen wir es nicht ganz ab. Suchen wir jetzt erst hier diesen, was auch immer wir schon wieder suchen. Hier irgendwo sein. Bin ich nicht mehr in dem Gebiet. Also geht es hier irgendwo nach unten oder was? Ja, komm hier. Lass mich nicht. Boah, wir nehmen jetzt alle hier. Das ist mir irgendwie. So, hallo erstmal. Seid ihr auch alle gekommen, um zu sterben? Ja, komm, los. Gibt mehr Erfahrungspunkte. Und irgendwas zu mir. Oha, der ist Level 15. Aber mit dem Zauberstab bleiben wir übrigens stehen. Und wir können nicht blocken. Hält er sich einfach mit dem Schild dazwischen. Jetzt geht's aber los. Wir haben auch nicht mehr viel mehr erstmal Zeit. Also wenn wir diesen komischen Knopf oder was auch immer nicht finden, müssen wir schnell mal wieder auf den Turm hoch. Jetzt gehen wir drauf. Ich habe beim besten Willen keine Lust, hier wieder reinzuspringen. Unseren Scheiß zu sammeln. Da kommen wir aus dem erstmal raus. Machen wir das mal kurz. Vielleicht stehen hier noch 10 Leute. Ja gut. Hier ist eine Wand. Da oben ist kein... Ach, Mist, dann gehen wir halt den Turm kurz. Tür auf. Treppe hoch. Treppe. Treppe. Erstmal mehr. Jetzt einfach eine Sache. Und diesmal springe ich jetzt einfach in die richtige Richtung. Hier in diesem Gebiet soll das sein. Hier
holen uns jetzt erstmal diese Flamme. Brauchen wir zwar gar nicht mehr, aber die geben so Funken, aufwerten. Immerhin haben wir es dann als erledigt. Ach ja, Mist. Markieren kann ich es ja immer noch nicht. Ich finde, den Versteckknopf ist ein Witz jetzt, oder? Ich weiß nicht, wo der sein soll. Aber hier sind so viele Gegner. Das wird hier irgendwo in der Nähe sein. Er gedacht, unten irgendwo wahrscheinlich wieder. Aber wo geht's hier nach unten? Jetzt auch schon mal eine Tür. Oh, da meine übersehen. Was? Keine Ahnung. Ich halt da rein, ey. Das Ding hat nicht mal einen Keller. Ich auch nicht. Hier fahren wir gerade. Aha, finde doch den versteckten Knopf. Verquest. Wenn das so ist wie in diesen Teleporträumen, ist der meist irgendwo an der Wand, an der Decke. Ich hätte trotzdem gedacht, halt irgendwo im Keller. Weil hier hat nicht ein Gebäude den Keller. Was, wie weit weg wir stehen? Also da ist noch ein Gebäude. Ist nicht hoch. Ist hier ein Keller? Oh, es hat einen Keller. Und es hat einen oben. Hm. Da draußen. Mal gucken. Geil, hier ist gar nichts. Oh nee, komm, spring einfach runter, Herrgott. Die Güte, da einfach runter zu springen. Und wir sind wieder draußen. Was, die Quest mag ich jetzt mal gar nicht. Jetzt lese ich es mir halt durch, ey. Ja, Schmerzen, ey, was will ich? Ja, geil. Labortür. Weiß ich doch nicht, wo er seinen Knopf hingebaut hat. Kann nicht wahr sein. Ja, irgendein Verrückter baut seinen Knopf irgendwo hin und ich muss ihn suchen. Seine Labortür. Müsste sein Labor nicht hier irgendwo in seinem scheiß Turm sein? Ach, guck mal, der Turm hat einen Keller. Aha. Ah. Dafür soll ich jetzt einen Knopf suchen? Im Leben nicht. Knicken. Soll ich hier keinen Knopf? Ah ja, suchen Knopf. Von wegen. So, der hier noch. Der Knopf ist hier drin. Wie soll ich denn da reinkommen? Das läuft. Ho, ho, ho. Das ergibt voll Sinn. Also das war jetzt... So, jetzt müssen wir das Bernstein wiederfinden. Irgendwo... Hier bei dem Altar. Oder?
Irgendwo hier war das. Da. Da ist es. Das wird direkt markiert. Viel wichtiger als so komischer Bernstein, von mir so eine Farbe. Alles mitnehmen. Der Alchemist hat ja seinen komischen Mörser jetzt. Verziere den Mörser. Sehr schwierige Quest. Ich habe nämlich gar keinen Platz bei dem Typen. Wie viel Bernstein haben wir? Ja, zerlegen. Zerlegen. Legen. Legen. Also wir kriegen ja Arm, ey. Was für ein Scheiß. Ey. 31. Ich will Steine. Gut, das kommt jetzt hiervon. Gut, also wenn man Bernstein braucht, zeige euch das gleich nochmal richtig auf der Karte. So, der erholt sich gerade. Also, von der Düsterdickichtwarte, genau südlich, finden die ja mal als Wegpunkt, da gemacht, 732 Meter Richtung Süden. Der Düsterdickichtwarte. Oder natürlich, wenn er von der Hochweinwarte kommt. So, dann müssen wir mal gucken. Exakt 1000 Meter. Ganz genau 1000 Meter. So, Richtung Nord-Nordost. Okay, so. Ganz hoch. Hier ist mir erstmal Feld. Hier zwar auch, aber es sind zwei getrennte. Also man könnte auch hier dran vorbeigehen, bis hier lang und dann hier runter springen. Genau östlich von Distelsamen. Oh, wir gehen gleich schon wieder drauf. Zu lange im Jasma stehen. Aber hier können wir ja direkt den Turm hoch. Ich will nur gucken, ob wir auch dann seitlich irgendwie einfach rausgehen können aus dem Jasma, das wäre ja auch cool. So, wie viel haben wir? 51, ja komm, 60 machen wir und dann verdünnisieren wir uns. Der Nebel ist natürlich so krass, ich sehe überhaupt nichts. Komme ich an das Zeug oben jetzt nicht mehr dran. Aber die neue Spitzhacke ist echt gut. Ah, okay, naja, natürlich könnte auch Bernstein einfach ein super weiches Material sein. Los, komm, spring da hoch. Ja, 1,40, Achtung, Achtung. Gucken wir, ob wir hier einfach rausgehen können. Meist ist das ja so. Ah, hier ist auch ein Weg. Also wenn ihr keinen guten Gleiter habt, ihr kommt hier auch direkt mit einem Weg raus. Hier, also wenn wir hier das Bernstein haben, einfach an der Wand lang gehen. Im Osten kommen wir direkt wieder raus. So. Haben wir hier aber die Quest sind echt sehr weit getrennt. Das Grabmal der Königin. Hier mal ein Wegpunkt. Das
200 Meter. So, gucken wir mal, ob wir das schnell hingehen. Ist ja auch schon wieder im Miasma. Hier ist ein Respawn-Punkt, gar nicht gut. Hier ist ein schwebendes Stück Holz. So. 200 Meter noch. Ich glaube, das gucken wir uns von ein Stück oben an. Ach, geht es nicht im Miasma? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist so einfach außerhalb. Da sind bestimmt Gegner drin. Grabschleierkatakomben. Die machen wir dann beim nächsten. Mal sind die das nicht? Doch, 66 Meter. Die machen wir beim nächsten Mal. Müssen dann auch noch den Mörser platzieren. Immerhin haben wir jetzt diese Aufwertung, dass wir Miasma mehr betreten können. Und haben auch Bernstein gefunden, haben den Mörser für den Alchemisten. Level 7, okay, die sind hier gar nicht so stark. Ich bin jetzt weg. Ja. Also wir haben gut was geschafft diesmal. So. Hier wieder runtergefallen. Dann gucken wir uns beim nächsten Mal erstmal das Grabmal an. Ah nein, jetzt bin ich ganz runtergefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.